Petra und ich haben überlegt, was wir als nächstes machen wollen. Und wir wollten unbedingt mit Muratan noch mal was machen, weil ich ihn ja bei Papa hatte, also für den Papa entdeckt hatte und mit ihm dann auch bei Kummer gearbeitet habe. Und ich wusste, dass da einfach noch so viel in ihm steckt, dass wir ihn in seiner ganzen Entfaltung mal zeigen wollen. Und haben so gebrainstormt, was wir da machen können, was auf ihn passen könnte. Und da hat sich langsam diese Geschichte entsponnen. Also wir kamen auch jetzt nicht gleich auf diese Geschichte. Wir wollten zuerst so was mit Fußball und er als Trainer in einem Jugendzentrum, irgendwie so in eine Richtung, wo er halt mit Jugendlichen zu tun hat, die vielleicht auch so seine Vergangenheit ein bisschen widerspiegeln. Aber dann hat sich das langsam so in diese Vater-Sohn-Geschichte hinein manövriert sozusagen. Was geht ab? Wir sind hier beim Dreh zu Risse in Beton in Wien, Backstage. Für dieses Drehbuch haben der Umut und ich sehr viel mit Jugendlichen gesprochen. Aber auch mit Menschen, die im Jugendzentrum arbeiten, also Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, darüber, was Jugendliche im Moment beschäftigt, wie ihre Perspektiven, ihre Träume, ihre Wünsche ausschauen. Wir haben uns auch in Verbindung gesetzt mit der Organisation Neustart, um die andere Hauptfigur des Films, also den ehemaligen Sträfling, wirklich gut treffen zu können, damit wir wissen, was in Menschen vorgeht, die noch lange hofft, entlassen werden, was draußen auf sie wartet und so weiter und so fort. Also wir haben so viel recherchiert und dann geschrieben.